Das Fanmagazin der DB AG berichtet vor jedem Bundesliga-Wochenende über die Partnervereine der Deutschen Bahn. Werder Bremen, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Der Aufsteiger führt sensationell die Tabelle an, plant den nächsten Coup in Leverkusen. Derweil bereitet sich Hertha auf den Schlager beim FC Bayern vor. Willkommen im berühmtesten Fußballdorf Deutschlands. Die ganze Republik schaut plötzlich auf den Ort mit 3000 Einwohnern. Einer von ihnen, Dietmar Hopp, SAP-Gründer und Vater des badischen Fußballwunders. Das ist sein Elternhaus mitten im Ortskern und das ist sein Verein. 1899 Hoffenheim, Aufsteiger, Tabellenführer, der neue Blickfang der Bundesliga. Nach dem 3:0-Erfolg in Cottbus und dem 1:0 gegen Gladbach steht Hoffenheim ganz oben in der Tabelle, als einzige Mannschaft mit 2 Siegen zum Auftakt. Das Team von Trainer Ralf Rangnick ist so erfolgreich wie jung. Das Durchschnittsalter beträgt 23 Jahre. Kein Zufall, sondern ein Teil des Erfolgssystems, wie Manager Jan Schindelmeiser im Gespräch mit Axel Kruse erklärt. Ja, ein erster Durchmarsch aus der Regionalliga in die Bundesliga, jetzt auch noch Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Macht sich das hier bemerkbar? Herrscht eine Riesen-Euphorie hier im Dorf und in der Region? Ja, die Euphorie ist da, aber ich denke, unabhängig auch vom Tabellenplatz. Darüber freuen wir uns natürlich, aber es ist letztendlich ohne Bedeutung. Die 6 Punkte, die wir haben, die kann uns allerdings keiner mehr nehmen. Die sind schon wichtig, denn wir fahren lieber mit 6 Punkten nach Leverkusen als mit einem. Ganz Deutschland schaut jetzt auf den Aufsteiger aus dem Südwesten. Was ist das Geheimnis eures Erfolges? Ja, nach Geheimnissen, das machen wir gar nicht. Wir suchen natürlich nicht nach den Geheimnissen, aber ich denke, dass wir vor 2 Jahren, 2006, und das ist ja auch durch die Medien gegangen, gesagt haben, dass wir innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren die erste Bundesliga angreifen wollen. Dass das so schnell geklappt hat, auch in der Art und Weise, davon konnten wir nicht ausgehen. Ich denke, die Keimzelle war die Zusammenstellung eines Teams. Nicht nur der Mannschaft, der Entwicklung des Kaders, sondern auch der Menschen außen herum, insbesondere der Co-Trainer, der Funktionsteams, Physiotherapeuten, Ärzte, externe Dienstleister, die uns zur Verfügung stehen. Alles mit dem Ziel, junge Spieler, das ist Teil unserer Strategie, junge Spieler zu verpflichten, Step by Step besser zu machen. Also gehen wir davon aus, eine Start-Zielmeisterschaft wie bei den Bayern im vergangenen Jahr wird es nicht werden. Was ist letztendlich das Ziel von Hoffenheim in diesem Jahr? Nicht Abstieg? Ja, nicht Abstieg, das klingt für mich fast schon zu defätistisch. Das ist auch negativ formuliert. Ich würde eher sagen, dass wir versuchen, uns in der ersten Bundesliga zu etablieren und fern der Ränge bleiben wollen, die uns Sorgen bereiten. Es ist ja klar, wenn ich permanent um den 17., 18., 16. Tabellenplatz herum pendle, dann erzeugt das Druck. Und Druck ist eine schlechte Voraussetzung, um junge Spieler weiterzuentwickeln. Wenn uns das gelingt, uns einen größeren Abstand zu erarbeiten von den unteren Tabellenplätzen, uns dort zu stabilisieren und dann unseren roten Faden weiter beizubehalten, nämlich die Jungs weiter auszubilden, zu verbessern, dann werden sich automatisch die Ergebnisse erzielen lassen, die wir brauchen, um nach Möglichkeit nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Frankfurt. Oka Nikolov bleibt die Nummer 1 im Tor, aber wie lange? Trainer Friedhelm Funkel will vor dem Spiel am Samstag in Wolfsburg nichts ändern. Doch nach der Länderspielpause könnte die Zeit reif sein für die Rückkehr von Markus Broll ins Eintracht-Tor. Zunächst hoffen alle Fans aber auf den ersten Sieg der Saison. Bremen. Endlich, Diego ist zurück. Der Brasilianer brachte eine Bronzemedaille von den Olympischen Spielen aus Peking mit an die Weser und ist topfit. Beim 3:1-Sieg im Test gegen Fünftligist Lok Leipzig hat der kleine Ballzauberer sein Comeback und soll kräftig mithelfen am Samstag in Gladbach. Ich habe bei Olympia 2 Spiele pro Woche gemacht und bin in sehr guter körperlicher Verfassung. Danach konnte ich mich ein bisschen ausruhen und bin nun bereit für die Bundesliga. Sejat Salihovic, 23 Jahre jung, Mittelfeldspieler. Er ist ein gutes Beispiel für den erfolgreichen Jugendstil in Hoffenheim. Spielzug schaute mit dem Balltechniker durchs Auto- und Technikmuseum Sinsheim. Hier fühlt sich der Bosnier zu Hause, denn auch von Sejat wird nicht nur filigrane Ballarbeit, sondern viel Bewegung verlangt.
Meine Rolle ist erstmal, dass ich mit nach hinten arbeite, für die Mannschaft arbeite und dann meine Qualitäten nach vorne zeige. Der Berliner machte 5 Bundesligaspiele für Hertha. Der Durchbruch blieb allerdings aus. 2006 wechselte Salihovic zu Hoffenheim in die Regionalliga. Ein guter Schritt. Nur 2 Jahre später ist er zurück auf der Bundesliga-Bühne und das als Stammspieler. Der Verein ist ein bisschen auch zum Herzen gewachsen jetzt auch. Und der Trainer, der steht auf mich, also der lässt mich immer spielen. Ich habe guten Kontakt zu ihm und ich würde schon gerne verlängern hier. Aber das ist jetzt nicht in meinem Kopf drin. Erstmal. Schritt für Schritt will sich Salihovic in der Bundesliga etablieren. Nächster Halt ist am Samstag in Leverkusen, der bisher schwerste Gegner. Seyat freut sich trotzdem schon. Ja, für uns in der Vergangenheit sind alle Mannschaften entgegengekommen, die nach vorne gespielt haben und nicht, die sich nicht nach hinten reingestellt haben. Und ich denke, das wird ein sehr spannendes Spiel. Spielzug bringt Sie ins Fernsehen. In unserer Rubrik Fans fragen, Spieler antworten. Hier können Sie Ihrem Star Ihre ganz persönliche Frage stellen. Ich bin der Niklas. Ich bin der Timon. Wir wollten von Tobi schon immer mal wissen, ob er schon sein Traumberuf als Kind war, Fußballer zu werden. Als 5-Jähriger bin ich meinem Bruder das erste Mal nach Stuttgart ins Stadion geschleppt und war von da an auch schon Fußballfan und habe die ganze Kulisse und die Stadien natürlich auch mitgekriegt. Und seitdem ist eigentlich mein Wunsch, Profifußballer zu werden. Und ja, der ist jetzt in Erfüllung gegangen und ist natürlich umso schöner. Hallo, ich bin die Lorena und ich wollte vom Tobi wissen, was er am besten daran findet, Fußballprofi zu sein. Ja, ich denke, im Allgemeinen ist es eine Mannschaftssportart. Und wenn man das jetzt alles mitkriegt, die ganzen Kulissen, die Zuschauer in den Stadien zu spielen und so, das ist schon phänomenal. Also schicken auch Sie uns Ihre Frage per Video an Adcon AG, Stichwort Spielzug, Leipziger Platz 8 in 10117 Berlin oder an info@spielzug.com. Hertha rüstet sich für die Bayern. Am Sonntag müssen die Berliner in München antreten, ein harter Gang. Die Herthaner erkämpften bei den letzten 7 Duellen an der Isar nur einen mickrigen Punkt. Wird's diesmal besser? Bayern ist eine super Mannschaft und wir müssen Vollgas geben und versuchen, unser Spiel durchzubringen und dann haben wir vielleicht eine Chance. Zumal Jürgen Klinsmann und seine Bayern unter Druck stehen. 2:2 gegen Hamburg, 1:1 in Dortmund. Zu wenig für die erfolgsverwöhnten Münchner. Immerhin passt das Outfit, der Kader scheinbar nicht. Marcel Jansen wurde an den HSV verkauft, dafür der 32-jährige Verteidiger Massimo Oddo vom AC Mailand verpflichtet. Unruhe in München und Hertha wittert die Chance, den Bayern diesmal die Weißbierlaune zu verderben. Gewinnen Sie in dieser Woche ein Originaltrikot mit Unterschrift von Seyat Salihovic. Dafür müssen Sie folgende Frage beantworten. Wer ist nach dem 2. Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga? A. 1899 Hoffenheim oder B. Bayern München? Rufen Sie uns an. Unsere Gewinnspiel-Hotline ist die 01378 80 10 15. Viel Spaß und viel Erfolg. Spielzug gibt es wegen der Länderspielpause erst in 14 Tagen wieder. Das Fanmagazin der DB AG, immer freitags vor Bundesligaspieltagen bei bahntv, sport1.de und TV Berlin.